sag was. Ja, bitteschön, gerne. Ankündigung für das Finale Stabhochsprung der Männer. Das sind die Namen. Also zwei Deutsche sind dabei. Jonas Efferoth von Bayer Leverkusen und Lukas Hallansi aus Zweibrücken. Und insgesamt 14 Athleten. Man hat also hier in der Qualifikation das nicht ganz so ernst genommen, hat gesagt, okay, ehe wir die neue Höhe ansteuern, dann belassen wir es dabei. Und so sind sie mit 5,10 Meter weitergegangen. So, wer ist favorisiert? Gibt einige. Die Deutschen haben sicherlich eine Chance. Nikita Kirillov aus den USA könnte die Nase vorn haben, aber Ivan Horvat aus Kroatien kommt auch hier mit einer 5,60 Meter Höhe an. Also wir werden das sehen. Die Anfangshöhe ist erstmal aufgelegt, ausgewiesen und man wird, nehme ich an, anfangen bei 5 Metern, vielleicht auch 4,90 Meter. Das werden wir gleich sehen. Da sitzen sie wie die Hühner auf der Stange. Dieser wechselnde Wind wird auch sie ein bisschen beeinflussen. Mal sehen, wie es geht. Das definitiv spannend wird und jetzt endlich mal zum Stabhochsprung. Ja, und da wird Svart Jakobsen gezeigt und er macht sich zum Melker, denn der steigt nicht aus, der steigt nicht aus, nimmt die 5,10 Meter, nachdem er bei 5 Meter doch ein bisschen Probleme hatte. Aber Jonas Efferoth und Lukas Hallansi, die haben beide sich einen Fehlversuch geleistet bei 5,10 Meter. Und sofort heißt das, sie fallen zurück auf Platz 6. Ausgelassen hat diese Höhe Barber aus Kanada, ausgelassen hatte auch Kirillov die 5,05 Meter und Salas die 5,05 Meter, aber da ist der Strich jetzt gelöscht, das heißt also, die werden springen. Genauso ist es. Nikita Kirillov aus den USA, der natürlich auch mit einer Vorleistung hier angereist ist, 5,54 Meter, damit kann man sicher etwas anfangen. Andrew Irwin, der Jahresbeste, ist nicht dabei. Aber ansonsten Horvat, Salas, Kirillov, Renner, Barber, da Silva, die haben alle ihren Platz in der aktuellen 10 besten Liste. Vielleicht haben die jungen Herren trotz alledem noch so ein bisschen Nachholbedarf, bis auf Irwin, denn 5,60 Meter, 5,55 Meter, das ist allemal noch zu toppen. Anfügen muss man natürlich auch, dass die Stabhochspringer sich bei jedem Sprung neu orientieren müssen. Denn auch bei ihnen, das liegt ja auf der Hand, wechselt der Wind genauso wie bei den Sprints. Und Kirillov mit seinem ersten Sprung 5,10 Meter, also 4,85, das war die Anfangshöhe, die hat er mit Verachtung bestraft und die 5 Meter ebenso. Und deshalb führt er jetzt mit Horvat und mit Bras Silva. So, die Zuschauer dort in der Kurve sind relativ zahlreich, auch wegen ihm. Didac Salas aus Spanien. Und wenn er seine Bestleistung springen würde, dann könnte eine Medaille im Rahmen des Möglichen sein. 5,55 Meter. Aber jetzt bei seiner Anfangshöhe sollte er erstmal ohne Fehlversuch rüberkommen. Ja, jawohl, das passt. Hat sich gut eingestellt, überhaupt keine Probleme für Salas. Und wenn ich das so genau überblicke, dann müssen bislang nur Efferoth und Hallansi, die beiden Deutschen, in den zweiten Durchgang. Es sei denn, Ruben Miranda aus Portugal, der sicherheitshalber auch schon bei 4,85 begonnen hat, dann 5 Meter, also sein dritter Sprung. Gut, einige brauchen das, aber klar, wenn einer in dieser Saison ganze 5,05 Meter gesprungen ist, dann ist er wahrscheinlich sogar der Kandidat, der nächste Kandidat für das Ausscheiden. Art aus Belgien ist der erste, der rausgeflogen ist. Ja, ja.
Er muss wirklich Bestleistung springen, um hier eine Chance zu haben. Also drei gehen in den zweiten Durchgang. Efferoth, Alanzi und Miranda. Ja, und so, im, ja. Ja, im Stabhochspringen. Ja. Du hast es nicht verfolgt, oder? Doch, ich habe es verfolgt. Ja. Gut, im Stabhochspringen, ja. Lukas Alanzi, 5 Meter und 20, er muss schon in den zweiten. Der schleppt auch einen Fehlversuch bei 5,10 Meter mit sich rum. Das ist jetzt der zweite, den er schon hat. Und das heißt dann im Klartext, da ist man sofort nur noch Elfter in der Konkurrenz. Sein Kollege Jonas Efferoth hat die 5,20 im ersten Versuch gepackt. Ich habe den ersten Versuch von ihm gesehen, der sah nicht gut aus über diese Höhe, der zweite nicht viel besser. Und Efferoth, er hat den zwar im, die 5,20 im ersten Versuch, aber der Fehlversuch 5,10 Meter, der schlägt sich auch so nieder, dass er im Moment nur Fünfter ist. Und jetzt, das ist das Gesetz der Serie, müssen Sie hoffen, dass die Konkurrenz auch irgendwann mal reißt und was liegen lässt, damit sich das wieder ausgleicht. Das war damals eine der schwersten Stunden von Sergej Bubka hier in diesem Stadion. Ja, ja, 1992. Genau. War das nicht Maxim Tarasow? Ja. Und auch noch ein Russe, ne? Das, so ist das es. Tut ja nur doppelt weh. Ja, aber es war ja nicht nur ein Russe, es waren ja zwei, glaube ich. Tradenkov ja. Ist ja Zweiter geworden und Garcia, der Spanier, damals Bronzemedaillengewinner. Der Kleine, genau. Und Bubka ging gänzlich leer aus, keine Höhe. Bubka ist ja Ukrainer und die anderen beiden sind Russen. Und aber damals war es GUS. Richtig. Sowjetunion noch. Ja. Nee, GUS, nee. Du hast recht. Ja, Gemeinschaft, ja. Unabhängige Staaten, ja. Hieß das seinerzeit. So, auch Barber. Nach einem Fehlversuch jetzt drüber. Das heißt für ihn neue Sprunghöhe 5,30 Meter. Aber Duplantis aus Schweden. Der Grieche Theodoros Panayiotis, der muss noch mal springen und Jakobsen auch. Und auf zum letzten Gefecht, Fragezeichen, Lukas Alanzi, dritter Versuch. Und übrigens, dieser von Sigi genannte Maxim Tarasow, der ist auch der weltbeste Junior aller Zeiten mit 5,80 Metern. Der ist ja auch später dann nach Ungarn, nach Budapest umgesiedelt. Und ja, ja. Ja, ich weiß, aber was interessant ist, Dirk, weil du Tarasow nennst, sein Trainingskollege Raphael Holzdeppe hat ja die gleiche Juniorenhöhe wie Tarasow erzielt, ein paar Jahre später, 5,80. Richtig, das stimmt. Als Weltmeister. Die 5,80 ist er zwar nicht als bei der Weltmeisterschaft gesprungen, sondern über. So, jetzt aber Lukas Alanzi, dritter Versuch. Klappt's noch? Nein. Damit ist er leider raus, der Schützling von Andriy Timoncik aus Zweibrücken. Und sicher, aber okay, wenn einer mit 5,15 Meter anreist, dann ist das keine Überraschung, dass er bei 5,20 Meter die Segel streichen muss. Also, das ist ein Stückchen Normalität. Hier geht es natürlich jetzt um die Höhe von 5,30 Metern. So, und jetzt wollen wir mal aufarbeiten, was passiert ist. Boisseau aus Frankreich. Das ist nämlich der Sprung über 5,30 Meter. Und ne, Renner, das ist der Slowene, Renner. Boisseau ist schon drüber, Renner ist jetzt drüber und Efferoth hat gerissen. Mehr sind noch nicht gesprungen. Robert Renner aus Slowenien, durchaus auch einer, der hier eine Medaille holen kann. Jean-Nancy Barber aus Kanada ist der Nächste. Aber auch bei ihm wird die Luft eher ein bisschen dünn. 5,38 höher ist er noch nicht gesprungen, hat Seitenwind.
sieht man eigentlich auch schon den Unterschied zwischen ihm und einigen anderen. Und das hat er doch gut gemacht. Oder ist die Leiter noch gefallen? Nein, ist drüber. Ist drüber. Also mit 5,38 anreisen und dann 5,30 springen, das ist absolut in Ordnung. Er wird hier nicht gewinnen, er wird wahrscheinlich auch keine Medaille holen. Aber dieser Mann, Ivan Horvat, er ist in der besten Liste die Nummer 2 diesen Jahres. Der zweite Platz, kann man nicht vorstellen, dass der Pole hier überhaupt zu schlagen ist. So, und zurück zum Stabhochspringen. Sie sehen selbst, wie sich diese Fähnchen dort, diese Bänder bewegen. Und immer wieder heißt es, sich neu einzustellen. Auch Horvat hat sich einen Fehlversuch geleistet, der Kroate. Das ist der nächste, Duplantis. Insgesamt schon sein dritter. Im Moment führt Robert Renner aus Slowenien. Der hat die Anfangshöhe ausgelassen, 5 Meter gesprungen, 5,10 ausgelassen, 5,20 und 5,30. Lukas Hallanzi ist raus. Und Efferoth hatte einen Fehlversuch. Könnte durchaus sein, dass bei dieser Höhe sich schon die Geister scheiden. Und das Silber aus Brasilien ist der einzige, der noch keinen Fehlversuch hat und die 5,30 schon genommen hat. Sprich, er hat gute Karten, während Melker Swart Jakobsen die 5,30 jetzt auslässt, nachdem er bei 5,20 drei Versuche gebraucht hat. Natürlich wird auch hier taktiert, wieso auch nicht, anders geht es im Stabhochspringen sowieso nicht. Und Kirillov, der bei 5,10 Meter Einstieg 5,20 genommen hat, der ist jetzt dran. Geht er drüber, liegt er mit Da Silva gleich auf dem ersten Platz. Sehr bulliger Springer. Könnt ihr mir vorstellen, dass er im Kreis derer, die hier um den Titel kämpfen, sogar die härtesten Stäbe springt? Fehlversuch, auch Fehlversuch. Ja, signalisiert zur Seite, war ich vielleicht in den letzten Schritten nicht schnell genug. Könnte ich mir vorstellen, dass das der Fall war. Der Spanier, Didac Salas, hat die 5,20 Meter ausgelassen. Das hatte noch nicht so viel mit Taktik zu tun, eher mit Selbstbewusstsein und um das Wissen, was man kann. Könnte es, wird es vielleicht sogar ein spanischer Tag heute. Salas im Stabhochspringen und dann sieht es ja im Dreispringen der jungen Damen, weiß Gott, auch nicht schlecht aus. Da ist Pelletero immer noch die Erste. In eine Phase, wo der Wind wieder seitlich reinbläst und Wind ist generell nicht gut für die Stabhochspringer. Selbst Rückenwind hilft ja eigentlich nicht so richtig. So, also bitte, geht auch mit an die Spitze. Ja, er tut's. Ja, er tut's. Didac Salas nimmt die 5,30 Meter und ist damit auch Erster. Da Silva, Renner, Salas. 3 ohne Fehlversuch auf dem ersten Platz im Moment. Und das Auslassen, aber das wissen Sie selbstredend, das bringt ja auch keine Vorteile.
Entscheidend sind die Anzahl der Fehlversuche. Tja, Jonas Everoth steht bereit für seinen letzten Sprung in der Konkurrenz. Fragezeichen. Es ist auf jeden Fall der dritte über 5,30 Meter. Sein Partner in diesem Wettkampf, Lukas Hananzi, hat sich schon verabschiedet. Bei 5,20 Meter war Schluss, 5,10 Meter hat er gebracht. Sie sehen auch hier wieder dieser Seitenwind. Ich meine, so große Routiniers sind die eben auch alle noch nicht. Und sich mit diesen unterschiedlichen Bedingungen anzufreunden, eigentlich braucht es da schon ein bisschen Routine. Christine Adams, die vielleicht, kann man sagen, das deutsche Stabhochspringen der Damen begründet hat, ist ihre Trainerin oder seine Trainerin. Vielleicht hat sie sich auch selber trainiert, vielleicht war es ja Autodidakt, dann steht die Formulierung sogar. Ah, ein bisschen mehr Tempo könnte, na, das ist zu langsam. Da hat er zu wenig Speed im Anlauf und so ist das Scheitern folgerichtig. Kein Deutscher mehr dabei. Raphael Holzdeppe findet keine Nachahmer. Ja, so stellt man sich auch Zeitpläne vor. Der heutige Abend, so passt das. Überall ist was los, auch beim Stabhochspringen, wo sich der Schwede Jakobsen verzweifelt gegen das Ausscheiden wehrt. Der hatte also die 5,30 ausgelassen und hat jetzt zwei Fehlversuche bei 5,30 Metern. Er ist im Moment Zehnter. Wie sieht's aus? Barber, der Kanadier, führt, weil er 5,35 als einziger übersprungen hat. Renner lässt aus, Horvath lässt aus, Da Silva lässt aus, Kirillov lässt aus, aber der hatte große Probleme bei 5,30 erst im dritten Versuch. Und Salas, der Spanier, lässt auch aus. Diese Konkurrenz dürfte sich auch sehr positiv entwickeln, denn bei 5,40 Meter sind es wahrscheinlich sogar noch 6-7 Springer, die dabei sind. Boisseau, der Franzose, der 5,35 Meter beim ersten gerissen hat, lässt aus, geht erst bei 5,40 weiter. Reister. Es gibt einiges nachzutragen im Dreispringen. Dovile Zinsaliita aus Litauen, auch 14,17 Meter, gleiche Weine wie die Paletero, die Spanierin. Aber den zweitbesten Versuch hat die Spanierin, deshalb führt sie noch. So, und Barber zum Stabhochspringen, da sind jetzt 5,40 Meter aufgelegt. Und gescheitert sind Boisseau und Renner. Barber aus Kanada, das ist jetzt wieder Live-Bild. Ich meinte schon 5,35 im ersten Versuch, das könnte schon eine Vorentscheidung sein. Vielleicht doch nicht. So, und in der Zwischenzeit haben wir den Sprung von Zinsaliti gesehen. So ist es. Den hatte ich schon genannt. Also eine Zuspitzung im Dreispringen, das war so überhaupt nicht vermutet worden. Jetzt haben wir sogar zwei 14 Meter Sprünge. Was, glaube ich, Shawnee Miller wirklich kann, das hat sie noch nicht richtig gezeigt. Zumindest nicht hier in Barcelona. Was er kann, das hat er zumindest angedeutet. Und der Spanier kämpft um den ersten Platz. Didac Salas, Sprunghöhe 5,40 Meter. Jawohl, und er ist der Erste, der drüber ist. Er ist der Erste, der drüber ist und übernimmt die Führung. Und jetzt sieht es schon sehr, sehr gut aus. Ich würde bald sagen, eine Medaille
da kann er schon zugreifen. Aber welche? Das ist offen. Die 5,40 Meter im ersten Versuch, das ist viel. Ja, wir haben immerhin 6 Athleten, die 5,45 Meter in Angriff nehmen. Das ist eine stolze Zahl, das spricht für die Qualität des Nachwuchses. Und Shaughnessy Barber aus Kanada ist der Erste, der diese 5,45 Meter überspringt. Dementsprechend setzt er sich an die Spitze und bringt alle anderen, auch Didac Salas, aus. Den zweitbesten Versuch hat die Spanierin, deshalb führt sie noch. So, und Barber zum Stabhochspringen. Da sind jetzt 5,40 Meter aufgelegt. Und gescheitert sind Bosso und Renner. Barber aus Kanada, das ist jetzt wieder Live-Bild. Ich meinte schon 5,35 im ersten Versuch, das könnte schon eine Vorentscheidung sein. Vielleicht doch nicht. So, und in der Zwischenzeit haben wir den Sprung von Zinsolidi gesehen. Den hatte ich schon genannt. Also eine Zuspitzung im Dreispringen, das war so überhaupt nicht vermutet worden. Jetzt haben wir sogar 2 14 Meter Sprünge. Was, glaube ich, Shawnee Miller wirklich kann, das hat sie noch nicht richtig gezeigt. Zumindest nicht hier in Barcelona. Was er kann, das hat er zumindest angedeutet. Und der Spanier kämpft um den ersten Platz. Didac Salas, Sprunghöhe 5,40 Meter. Er ist der Erste, der drüber ist und übernimmt die Führung. Und jetzt sieht es schon sehr, sehr gut aus. Ich würde bald sagen, eine Medaille, da kann er schon zugreifen. Aber welche? Das ist offen. Die 5,40 Meter im ersten Versuch, das ist viel. Ja, wir haben immerhin 6 Athleten, die 5,45 Meter in Angriff nehmen. Das ist eine stolze Zahl, das spricht für die Qualität des Nachwuchses. Und Shaughnessy Barber aus Kanada ist der Erste, der diese 5,45 Meter überspringt. Dementsprechend setzt er sich an die Spitze und bringt alle anderen, auch Didac Salas aus Spanien. Didac Salas, sein 4. Sprung. Alle sind wichtig, natürlich. Aber die Dramaturgie steigt natürlich. Bras da Silva aus Brasilien hat die 5,45 übersprungen, führt im Moment. Geht Salas drüber, ist er die neue Nummer 1 im laufenden Wettbewerb, weil er noch keinen Fehlversuch hat. Ausgelassen haben Barber aus Kanada, ausgelassen hat Horvat, der Kroate. Und auch Renner hat sich noch einen Sprung aufgespart. Der Slowene. So. Anna Pelletreiro ist Weltmeisterin im Dreispringen. Kann er Weltmeister im Stabhochspringen werden? Oder gibt es jetzt den ersten Fehlversuch? Ja, den gibt's. Und schon ist er im Nachtrab. Und schon ist er nur Zweiter. Nur Zweiter. Was heißt das schon? 5,50 Meter werden auf jeden Fall angegangen. Das ist ja jetzt schon sicher durch die Athleten, die Höhen ausgelassen haben. Jakobsen ist immer noch dabei, Svart Jakobsen. Und das ist da Silva. Das ist da Silva. Das ist der Sprung über 5,45 Meter. Blitzsauber für den Brasilianer.
Es gibt übrigens, Dirk, noch kein Ergebnis über die 400 Meter bei den Männern, weil der Zieleinlauf ja so unglaublich, unglaublich eng war mit den beiden US-Amerikanern und auch noch mit dem... Ja, im Stabhochspringen hat jetzt Salas einfach mal die 5,45 Meter sausen lassen. Nach seinem Fehlversuch geht gleich auf die 5,50. Das machen auch andere wie Robert Renner. Aber es führt Thiago Blas da Silva, denn der ist über 5,45 Meter. Bringt die anderen wirklich in die Bedrohung. Ja, damit sind sie da, die 5,50 Meter für den Slowenen. Jetzt könnte sich natürlich alles gravierend ändern, wenn er das hier packt. Sieht nicht schlecht aus, aber er reißt. Für den Moment hatte ich den Eindruck, das könnte funktionieren. Und damit ist er jetzt in extremen Schwierigkeiten, das ist schon klar. Der nächste muss passen. Ja, wir werden das weiter verfolgen, aber jetzt gibt es Wichtigeres, nämlich im Finale. Tja, Didak Salas, 5,50 Meter. Die Spanier hoffen natürlich, das ist schon klar, hoffen. Einen hat er noch. Er hat die 45 auch ausgelassen, die Renner. Damit ist Thiago Braz da Silva nach wie vor vorne, der Brasilianer. Damit ist Barber aus Kanada nach wie vor Zweiter. Salas käme auf Bronze und Renner, wenn er nicht drüber kommt, geht wieder aus. Tja, das passt, denn das ist die entscheidende Phase im vorletzten Wettbewerb dieses Abends. Es kommt noch das Finale, 1500 Meter der Männer. Er muss ja persönliche Bestleistung springen, respektive er muss sie einstellen, der Slowene, wenn er in die Medaillenränge springen will. Wenn er jetzt drüber kommt, dann ist er plötzlich von 4 auf 1. Robert Renner. ...18 Jahre alt. Ja, und damit ist der Wettkampf für ihn beendet. Er schrammt an einer Medaille vorbei. Der vierte Platz, er bleibt das. Tja, und der Kanadier weiß, die Medaille hat er. Schon Nancy Barber. Aber 5,45 Meter, das war ja eh schon ein Hammer. Und jetzt noch 5,50 Meter. Der fährt eh nach Hause mit einer Bestleistung. Dem neuen kanadischen Rekord. Aber Ivan Horvat, der ist auch noch drin, Dirk. Naja, so ja. Ganz sicher ist hier noch nichts. Nee, nee. Horvat hat die 5,45 auch ausgelassen, hat einen Fehlversuch über 5,50. Der Brasilianer. Drei Medaillen gibt es nur, vier wollen eine haben.
Also es wäre schon Hammer, wenn er das jetzt auch noch packt, der junge Kanadier. Es wäre schon stark. Ja, das packt er! 5,50! Astreiner Wettkampf, neuer, weiterer, verbesserter Juniorenrekord für Kanada durch Shaughnessy Barber mit 5,50 Meter. Mensch, er kam ja an mit 5,38 Meter, 12 cm mehr. Das ist eine Menge in dieser Disziplin, liebe Leute. Das ist eine Menge Holz. Und so wunderbare Lattenüberquerung wie er, also klasse. Und wie sieht das jetzt aus? Das Ahornblatt leuchtet, nämlich auf 1. Und jetzt Horvath. Auch der, klasse. Oh, das wird ein Wettbewerb, der wird ja richtig gut. Er entwickelt sich gewaltig gut. Horvath, aber Erster ist er nicht. Genau. Er ist jetzt Zweiter. Weil er nämlich über 45 einen Fehlversuch mehr hatte. Genau, und den schleppt er mit. So ist es. Das heißt, wenn er gewinnen will, der Kroate, dann muss er seine persönliche Bestleistung von 5,60 einstellen. Die Chance wird er noch kriegen. Tja, und die spanischen Freunde? Salas kann immer noch gewinnen. Ja, ja, aber jetzt muss er was tun. Ja, einfach nur drüber springen. Das Silva. Im Moment ist der Dritter. Fakt ist, dass die nächste Höhe schon avisiert wird. Oh, der ist da auch drüber. Der Dritte über 5,50 Meter. Jetzt kann es passieren, dass Salas ganz ohne Medaille bleibt. Tja, der Brasilianer, der sorgt ja auch für Furore. Der macht das ja ähnlich wie der Kanadier. Müßig zu sagen, dass das auch Junioren-Landesrekord ist. Also, ich vermute mal, jetzt wird sich Salas auch noch drüber schmuggeln. Das wäre natürlich genial. Hat einen blitzsauberen Wettkampf hingelegt bis 5,40 Meter. Und dann der erste gerissene Sprung. Dann hat er sich gesagt, wenn ich jetzt weiterspringe, es nützt mir gar nichts. Also 5,50 Meter. Aber da hat er nun auch einen Fehlversuch. Und das ist sein letzter. Denn er hat schon einen verpulvert bei 5,45 Meter. Jetzt oder nie. Wirkt hochkonzentriert. So, letzter Versuch, Didac Salas, Spanien. Sag ich doch, damit sind es vier über 5,55 Meter, das wird die nächste Höhe sein. Einfach super, ein geiler Wettkampf, ja. Cool. Und Salas ist zusammen mit Da Silva jetzt vorn, diese beide Erste. Ja, das muss man erstmal so ein Kreuz haben, das muss man schon sagen. Das ist jetzt keine Pampelhöhe mehr. Was ist eine Pampelhöhe? Ja. Keine Pampelmuse. Pampelmuse. Jetzt gehen alle, müssen alle an ihre Grenzwerte gehen. Das ist klar. Naja, mein Lieber, der Seitenwind weht immer noch. Aber sie haben sich glänzend darauf eingestellt. So, die 5,55 hat man eingestellt auf der Anlage.
Ja, nur am schlechtesten sieht es für Ivan Horvat, den Kroaten, aus. Der ist nämlich Vierter. Wenn jetzt alle reißen, dann haben wir zwei Erste. Irgendeiner wird schon packen. Ja. Als Erster versucht sich der Kanadier. An einer für ihn fast ja unvorstellbaren Höhe. Aber schaut euch das an, was der Kerl für die Lattenüberquerung hat, und das ist eng gewesen. Der geht daran wie Blücher. Gut, der ist an andere Sachen rangegangen, der Herr General. Ja, ich weiß. Er hat seinen Waterloo hier nicht erlebt. Ja. Schaut euch das an. Mit der alten Auflage, nicht mit der runden, mit der alten bleibt die Latte liegen. Mit der Pupka-Auflage nicht mehr. Nein, mit der Pupka-Auflage fällt sie ganz einfach. Ganz genau so ist es. Eine Regeländerung, eine Lex Pupka-Regeländerung war das. Man darf ja schon gar nichts mehr machen im Stabhochspringen. Man darf die Latte nicht mal mehr mit der Hand festhalten. Ja, du hast nur eine Chance, wenn du sie ganz senkrecht triffst. Ja. Also unser Programm heute, viel gibt es nicht mehr, aber viel Spannung dafür. Und das, finde ich, ist doch auch was. Es hatte den Anschein, als sollte Sarac jetzt nochmal den Stab wechseln. Wenn, dann muss er einen härteren Stab nehmen. Das leuchtet mir ein. Mhm. Horvat. Was sagst du denn jetzt? Jetzt führt Horvat. Ivan Horvat aus Kroatien. 5,55 Meter. Ist er überhaupt schon mal so hoch gesprungen? Ja, 65. Das ist jetzt für ihn eine Kleinigkeit gewesen. Ja, das sicher. Sicher. Ja, sicher. Kleinigkeit. Na, starker Wettkampf. Es ist unglaublich, was da abläuft. Was da abläuft. Tja, das könnte... Tja, und wer drückt hier den Stempel rein? Thiago Braz da Silva auf jeden Fall. 5,55 Meter. Und er ist drüber. Damit ist er wieder vorne. Und Horvat, der Kroate, ist auf Rang 2. Und in der Zwischenzeit ist Didak Salas an den 5,55 auch einmal gescheitert. Und Sean Nancy Barber ist zweimal gescheitert. Das ist jetzt schon der zweite 5,55er von Didak Salas. Da die anderen diese Höhe aber im ersten Versuch genommen haben, nützt es ihm nicht viel, wenn er jetzt hier drüber kommt, um zu gewinnen. Aber eine Medaille könnte es werden. Das hängt eben auch damit zusammen, ob Chance Barbara Kanada eventuell im dritten Versuch die 5,55 noch packt. Wer scheitert, beide genannten, ist es Salas, der Bronze erhalten sollte. Und da geht es aber noch weiter. Im Rennen um die Goldmedaille, um den Weltmeistertitel, Walter Silva und Horvat beide die 5,55 übersprungen haben. Salas hat sich eine Fangemeinde gebildet an der Stabhochsprunganlage, ist klar. Sie freuen ihren Landsmann an, die Spanier, wird nichts. Äthiopier heute die Verlierer über 1500 Meter. Und liebe Leute, im Stabhochsprung hat der Wahnsinn jetzt wirklich Methode. Schauen Sie sich den Sprung an. Ich habe ihn schon gesehen. Er wird nachgereicht. Shaughnessy Barber aus Kanada. 5,55 Meter. Ich glaube, der weiß nicht, was er da alles anrichtet. Persönliche Bestleistung. Sensationell der Wettkampf, wie er abläuft. Und plötzlich ist er schon wieder in Zugzwang. Salas. Schon wieder. Nee, Salas ist... Das ist er, der Spanier. Genau, also 5,60 Meter und Braz da Silva lässt diese Höhe aus. Der lässt die 5,60 aus. Ja, okay, er führt ja auch. Ist gar nicht mal so doof, was er macht. Da Silva vor Horvat und dem Kanadier Barber. Und das kann sich alles so schnell ändern, wenn die jetzt alle reißen. Und der Spanier, Salas, schafft die 5,60 in seinem aufgesparten Versuch sofort. Aber der Wettkämpfer dieses Abends ist er, der Kanadier.
Und er nimmt das so zur Kenntnis, als wenn er das jeden Tag springt. Ja, und da haben wir schon gedacht, mein Gott, 5,40 Meter im ersten Versuch könnte sowas wie eine Vorentscheidung sein. Nein, dieser Wettkampf hat sich unglaublich entwickelt. Und vor allem haben die Jungs jetzt die ganze Plattform für sich, das ganze Olympiastadion für sich. Denn es gibt keinen anderen Wettbewerb mehr. Nur noch der Stabhochsprung, der in den letzten Zügen liegt. Aber also ein letzter Zug kann auch ganz schön lang werden. Das ist wohl wahr, vor allen Dingen, wenn er einige Waggons hat. Aber wir genießen das. Und ich schaue mal nach, wie das so mit den Höhen war bei vergangenen Weltmeisterschaften. Ob man sich da jetzt in Bereiche hineinbewegt, die es vorher nicht so richtig gab. Naja, doch. Bajula 5,65 Meter. Ja, das aber, es tut uns leid, liebe Zuschauer, wir müssen raus, habe ich gerade erfahren aus der Regie in Paris. Wir müssen raus, schauen uns diesen ersten Versuch noch einmal an. Tragen das aber morgen ganz bestimmt sofort nach, wie die Entscheidung letztlich ausgegangen ist im Stabhochsprung. Damit verabschieden sich ganz schnell Dirk Thiele und Sigi Heinrich. Aber wir glauben, wir gehen noch zur Eurosport International und da können Sie den Stabhochsprung weiter verfolgen. Das wäre gut, wenn wir das täten. Und ich glaube, das machen wir auch jetzt erstmal.